Und wir sind wieder zurück bei World of Warships und hier ein Schlachtschiff der Deutschen mit einem kuriosen Ansatz der Turmbildung. Wir sehen hier nämlich das Schlachtschiff Kaiser. Ja, Schlachtschiff Kaiser ist ein Tier 4 Schlachtschiff und eben vorne ein Turm, dann hier schräg versetzt diese beiden und hinten nochmal zwei. Sehr, sehr, sehr kurios, kann man ganz klar sagen. Und wir können natürlich auch mal schauen, was uns das Spiel so dazu sagt. Deswegen selektieren wir die einfach mal, sehen Sie hier, und sehen, dass die in Dienst gestellt ist 1912. Schiffe in einer Serie 5 Stück. In puncto Panzerungsdicke übertraf dieses Schiff alle anderen Schlachtschiffe seiner Zeit. Angetrieben von Turbinen war dieses Schlachtschiff für seine Klasse recht schnell. Die panzerbrechenden Eigenschaften der Hauptbatterie waren mit der Artillerie von Großkampfschiffen dieser Ära konkurrenzfähig. Also es sind doch zumindest von der Tendenz her gute Worte, die hier gewählt sind. Wir sehen die Module. 305 mm Granaten, Ladezeit 26 Sekunden, Dauer für die 180 Grad Kehre 60, das ist schon einiges, aber man hat ja links und rechts jeweils den Turm, den hat man ein bisschen schneller am Start. 3400 HE Granaten Höchstschaden, 83 AP. Wir spielen natürlich den Turm, den Rumpf B, der hat dann 6500 Hitpoints mehr, also 46,4, Sekundärgeschütze 2 mehr und deutlich mehr Flachs, also da tun wir was für die Flugabwehr. Die Feuerleitanlage kommt natürlich auch rein. Damit steigern wir die Reichweite auf 14,6 Kilometer. Und auch den Motor wird verbessert. Allerdings, ihr seht, der bringt gar nicht so viel. Das sind nämlich nur ein paar PS mehr und auch dann nur 0,7 Knoten. Gespielt wird das Ganze mit dem Schadensbegrenzungsteam 2. Das werde ich mal aktivieren. Ansonsten die Reparaturmannschaft lasse ich einfach mal bei den 3. Das sind die Verbesserungen, die ihr einbauen könnt. Das Äußere sieht wie folgt aus. Typ 1. Typ 2. Typ 5. Und natürlich rein optisch die schönste Typ 6. Ja, jetzt haben wir uns mal das angeschaut. Natürlich ist das Thema Überlebensfähigkeit hier nochmal ein Thema, aber 46.400 haben wir gesehen. Die Panzerung hier nochmal im Detail. Torpedoschutz, Schadensverringerung. Artillerie, die eben die 5x2 Kanone mit 305 mm. Und wir sehen auch die Brandwahrscheinlichkeit 23%. Sekundärbewaffnung, ab 4,5 Kilometer schießt die dann. Flugabwehr eher natürlich etwas zurückhaltender, wie man auch an den 27 Pünktchen sieht. Manövrierbarkeit 23 Knoten, Höchstgeschwindigkeit, Wendekreis 600 und Ruderschleuze 13. Die Verborgenheit, Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser sind 14,2 und aus der Luft sind es 10,5. Ja, ein schnickes Schiffchen, rein optisch natürlich schon wirklich sehenswert. Ob das Schiff aber auch im Spiel sich so gut macht, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an. Bevor wir jetzt aber ins Gefecht springen und auch die Konkurrenten miteinander vergleichen, will ich euch noch ganz kurz was zur Historie sagen. Die Kaiserklasse war eine Klasse von 5 Großlinienschiffen der kaiserlichen Marine, benannt nach deutschen Herrschern. Die größten Veränderungen gegenüber der vorhergehenden Helgoland-Klasse gab es im Bereich der Bewaffnung und des Schiffsantriebs. Erstmals in der Geschichte des deutschen Schlachtschiffbaus wurde eine Schlachtschiffklasse mit einem Turbinenantrieb statt mit einem Kolbenmaschinenantrieb und Ölzusatzfeuerung unter den Kesseln ausgerüstet. Die Bewaffnung gegenüber der Helgoland-Klasse von 6 auf 5 reduzierten Türme der schweren Artillerie wurde so aufgestellt, dass sie erstmals alle nach beiden Seiten eingesetzt werden konnten, wobei die jeweils in Feuerlee liegenden seitlichen Flügeltürme wegen der Schornsteine und Aufbauten ein eingeschränktes Schussfeld hatten. Durch den Turbinenantrieb wurde es möglich, 3 von 5 Türmen schiffsmittig anzuordnen. Der hintere Turm wurde ein Deck tiefer aufgestellt. Nach einigen konstruktiven Änderungen gab es bei diesem Turm keine Probleme mehr durch die hohen Gasdrücke beim Abfeuern der Geschütze des darüber hinwegfeuernden oberen Turms. Und die Panzerung, durch die Verringerung der Anzahl der schweren Geschütze konnte die Panzerung verstärkt werden. Die Gürtelpanzerung wuchs auf 350 mm. Einen dickeren Gürtelpanzer gab es bei den Folgenklassen nicht mehr. Für die seitlichen Torpedoschotten und das horizontale Panzerdeck wurden ein neu verfügbarer Nickelstahl verwendet. Ja, das ist doch ganz schön, was sie damals gemacht haben.
Der Bauzeitraum hat damals von 1909 bis 1913 gedauert. Die Länge hat 172 Meter betragen, die Breite 29 Meter. Der Tiefgang war maximal 9,1 Meter und die Verdrängung 24.724 Tonnen bzw. maximal 27.000. Ja, gedient haben darauf 1084 bis 1178 Mann und angetrieben wurde es von 16 Marinekesseln mit 3 Parsons-Turbinen und hat da 23,4 Knoten gebracht. Gab 3 dreiflügelige Propeller mit 3,75 Meter Durchmesser. Ja, jetzt haben wir das Schiff also wirklich auch nochmal von der Historie beleuchtet. Ist ja auch immer ganz schön zu sehen, was da kommt. Aber jetzt springen wir ins Gefecht und schauen auch nochmal, wie sich die anderen beiden gegenüber der Kaiser so schlagen. Und auch nun schauen wir uns wie immer erstmal die drei Schiffe an. Kaiser Miyugi und Wyoming sind hier gegenüberstehend. Dabei sehen wir, die Kaiser hat mit 46.400 Trefferpunkten die meisten. Dann kommt die Miyugi mit 45,7 und die Wyoming mit 43,8. Die Panzerung seht ihr dann in der Spalte rechts daneben. Schaut einfach die Werte mal im Detail an. Da sieht man dann schon auch die guten Unterschiede. Kaiser mit der Zitadelle so im Mittelfeld. Bug und Heck auch sehr gut und sehr stark im Vergleich zur Miyugi und Wyoming. Geschützkasematte auch da sehr gut. Außer das gepanzerte Deck, da hat es ein bisschen Nachteile, aber ansonsten wirklich sehr solide Werte. Die Hauptbatterie mit 305 mm ist von der Größe her mit der Wyoming vergleichbar. Lediglich die Miyugi hat der 356 mm. Torpedoschutzschadensverringerung haben wir übergangen, das ist aber natürlich auch ein Thema, was man auf jeden Fall ansehen sollte. 22% bei der Kaiser, Miyugi ganze 34%, aber die Wyoming da lediglich 16%. Die Flugabwehr, da sind sie alle auf einem unglaublich gleichen Level, 27, 24, 25 in den Werten, da würde ich sagen, sehr, sehr ähnlich. Höchstgeschwindigkeit, da ist die Kaiser mit 23 Knoten, die Miyugi ganze 28 Knoten, deutlich schneller, aber die Wyoming, die tuckert hinterher mit 20,5. Wendekreis, 600 Meter, ist 10 Meter mehr als die Wyoming, dafür aber 130 Meter als die Miyugi. Ruderstellzeit, da hat die Kaiser die längste, nämlich 13 Sekunden. Wyoming liegt bei 12,7 und die Miyugi bei 12,3. Tarnwerte, da ist die Miyugi recht schlecht mit 29. Die Kaiser geht zum Beispiel erst bei 14,2 auf, wie wir schon gesehen haben. Nur die Wyoming dann nochmal einen Ticken besser. Ja, dann natürlich Thema Geschütze. Ganz notwendig. Die Ladezeit 26 Sekunden. Damit 4 Sekunden schneller als Miyugi und Wyoming, dafür aber deutlich länger in der 180-Grad-Kehre. Eine Minute brauchen wir hier. Die Wyoming macht das Ganze in 51 Sekunden und die Miyugi sogar in 37. Die Streuung, da sind wir im Mittelfeld. Die Kaiser 209 Meter, die Miyugi ganze 218 und die Wyoming ist da hier das Snipergewehr mit 201 Meter. Brandwahrscheinlichkeit Kaiser und Wyoming beide 23% und die Miyugi 25%. AP-Schaden, da sind wir sogar 100 mehr als bei der Wyoming, da nämlich 8.400 zu 8.3. Die Miyugi überragt das Ganze aber nochmal mit 10.000. Thema Feuerreichweite, da ist die Miyugi mit 18,6 unerreichbar. Die Kaiser hat 14,6 und die Wyoming sogar nur 14,1. Die Granatengeschwindigkeit, dafür bei der Kaiser im Mittelfeld, nämlich 850 bzw. 55 mit HE. Die Miyugi 790 bzw. 805 und die Wyoming hier am schnellsten, nämlich 884 bzw. 914 sogar mit den Sprenggranaten. Sekundärbewaffnung auch noch ein Thema. Die Kaiser lädt hier am schnellsten nach 4 Sekunden. Die Miyugi braucht dafür 6 und die Wyoming sogar 7. Brandwahrscheinlichkeit sind wir bei 7%, 8 bei Miyugi, 6 bei der Wyoming und der Schaden dafür aber aufgrund der geringen Nachladezeit bei uns am geringsten, nämlich 1100. Und die Miyugi, obwohl sie immer noch schneller lädt als die Wyoming, sogar 2000 zu 1800. Was aber das Schöne ist, wir haben die größte Reichweite, nämlich 4,5 Kilometer. Alle anderen beiden sind da bei 3,5. Ja, denke ich, das war es dann auch. Und jetzt schauen wir hier einfach mal die Runde an und sehen, wie die so läuft.
aktuell noch sehr ruhig. Also wir haben wirklich bisher noch gar nichts verpasst. Und da jetzt das erste Mal, dass wir hier die Wyoming da begrüßen. Auch natürlich ideal, dass wir hier das Tier 4 Schlachtschiff der Gegner direkt entdecken. Und da 5300 für den Winkel. Sehr solide, muss man sagen. Und hier die Wyoming in 14 Kilometer deutlich schöner zu beschießen. Natürlich da jetzt die maximale Steuerung mit 209 ganz klar viel angenehmer, als es dann später in den höheren Tiers der Fall wird. Fahrt hier jetzt sogar auf Land auf. Muss ich nur aufpassen, da kommt nämlich gleich die Insel daher. Aber da konnten wir alle noch rausschießen, bevor wir da jetzt an der Insel sozusagen unsere Schüsse aufgelaufen hätten. Da gab es nochmal 3200 Schaden. Also sehr vernünftig, damit kann man schon leben. Hinten jetzt die Svetlana hinter uns. Aber wir haben ja gesehen, wir haben eine vernünftige Nachladezeit. Das heißt, auch die kann schnell eingedeckt werden. Man muss nur dementsprechend arbeiten, dass man auch alle Türme drauf bekommt, beziehungsweise da einfach so dementsprechend mitdrehen, weil wir ja die längste Drehung für die 180-Grad-Kirre von allen Tier 4 Schlachtschiffen haben. So, die Kolberg. Der Schaden war mit 1600 natürlich noch sehr übersichtlich, aber das sind alles jetzt Distanzen, wo der Gegner jetzt kommt, wo man jetzt wirklich gut arbeiten kann. Da kommt jetzt die Kolberg auch wieder rum. Die fahrt dann auch schön seitlich. Auch die Karlsruhe. Beides jetzt Ziele, auf die man sich gleich mal so ein bisschen konzentrieren kann. Aber beide halt auch noch hinter den Inseln stehend. Da hinter mir kommt jetzt die Svetlana so langsam rum. Oh, und da jetzt eine Rikes. Da fangen auch sofort die Sekundären an zu schießen. Natürlich die nicht die genauesten Kanonen, die man so haben kann. Das sind jetzt die Torpedos von der Rikes. Aber da kommen wir noch gut weg. Kein Hit. Also alles noch gut. Und jetzt konzentriere ich mich da mal auf die Schiffe da drüben, weil da sind ja mit der Svetlana und Kawachi und dahinter auch nochmal zwei andere, die aktuell da zumindest mal auf der 8er, 9er Linie fahren. Eben diese sehr lange Drehung der Türme, die muss man einfach schon ein bisschen im Fokus haben, weil sonst wird man da nicht glücklich. Also man muss da einfach ein bisschen planen und wissen, wo man jetzt in etwa das Schiff bald hin navigieren will. So, jetzt haben wir es aber gleich geschafft.
So, schon mal die meisten der Türme da. Und jetzt definitiv alle. So, die Kawachi, die ignoriert mich aktuell noch, weil sie sich da sehr stark auf die Karlsruhe konzentrieren. Und auch die Wyoming ist da neben uns. Aber jetzt kommt da eine Kolberg rum. In einer sehr schönen Distanz. Also da muss es doch mal knallen. Ja, und da fliegt die Zitadelle der Kolberg raus. Und dahinter wieder Wickes. Ich drehe hier auch dementsprechend ein, dass ich jetzt mal erstmal die Kolberg wegmache. Jetzt heile ich mich. Kann man natürlich alles mal ein bisschen früher machen, aber ist jetzt nun mal so. Jetzt habe ich einen sehr, sehr dicken Hit bekommen. Also da hat man gesehen, wie direkt hier das ganze Spiel mal ein bisschen ruhiger wurde. Aber wir sind jetzt natürlich hier zu zweit. Die Wyoming und ich gegen den Rest. Sehr intensiv. Jetzt gehe ich erstmal auf die Wickes. Beziehungsweise jetzt dann doch auf die Wyoming, weil die A auf uns böse guckt. Und B natürlich hier auch sehr seitlich gut zu uns fährt. So, jetzt haben wir die Sekundären, jetzt die Wickes weggemacht. Sehr wichtig ist natürlich, dass mal da das erste Schiff weg ist. Gefühlt gerade ein kleines Überangebot an Gegnern. Und jetzt ist auch noch die Wyoming raus. Das heißt, jetzt mal auf die Svetlana. Da Zitadellen. Und nochmal, da haben wir jetzt die weggeholt. Jetzt brennen wir aber. Das habe ich jetzt direkt repariert, weil da jetzt natürlich wichtig war, dass man da jetzt nicht noch die Minute wartet. Das bringt mir jetzt in der Augenblick nicht mehr. Deswegen jetzt sofort repariert, um hier noch ein bisschen Schaden an den Mann oder die Frau bringen zu können. So, und da jetzt natürlich die harten Hits der Gegner. 3 gegen 1 und das mit 6000 Hitpoints. Da gibt es schönere Situationen, ganz ohne Frage. Ich habe auch keinerlei Teammitglied, das ansatzweise irgendwo in der Nähe wäre, um uns zu helfen. Noch 400 Hitpoints, aber den kriege ich noch raus und das sind nochmal 9600 Schaden. Aber da war es um mich geschehen. Ja, man hat aber trotzdem, glaube ich, gut gesehen, wie ist die Streuung, was können wir so einstecken, was ist das Potenzial, das dieses Schiff hat. Ich persönlich muss sagen, ja, damit kann man durchaus was anstellen und dementsprechend sagt mir doch mal, was eure Meinung zu dem Ganzen ist. Hier sehen wir übrigens nochmal Ryokat, der nämlich auch mit uns die Runde bestritten hat. Ja, damit danke ich euch recht herzlich für die Aufnahme bzw. das zugehörige Zugucken. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Kommentar da. Ansonsten auch eure Meinung zu dem Schiff ist gerne gesehen. Bis bald, euer Alcaramba.